davon nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Grease, haben Sie zufällig irgendwo mein Datenpad gesehen? Nein, habe ich nicht. Moment, das war bestimmt unser blinder Passagier. Das wäre eine Möglichkeit. Muss so sein. Komische Geräusche und Gerüche, Dinge verschwinden. Aber nicht mit mir. Ich finde heraus, was los ist. Wie immer Sie wollen. Wenn Sie mein Datenpad finden, geben Sie Bescheid. Ich nehme ein Ersatzgerät. Und sobald ich weiß, was hier vor sich geht, werde ich euch alles erzählen. Gut. Ich hatte schon befürchtet, ich erfahre gar nichts mehr. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. So, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt noch ganz schnell um das Viech, was hier noch am Rumeiern ist, ne? Erstmal müsstest du auftauchen, ne? Ich glaube mal bloß nicht, dass ich... Au! Hilf mir, BD! Okay. 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 Scheint jetzt nicht so schwer zu sein, wenn du mich fragst. Ich wollte halt erst voller cheaten, ja, aber scheint auch so zu gehen. Oh Gott. Da kommt er mit so einem Angriff. Heil mich. Ich bin schneller. So. Okay. Da war jetzt doch ein bisschen einfacher, als ich mir halt vorgestellt habe. Du sollst nicht das scannen, du sollst Natalia scannen. Boah. Ja, wo bist du hin? Also, tut alles scannen, nur nicht das Viech, ne? Ja, zeig mal. Jetzt hat Ding weg, hoffentlich muss ich das nicht scannen oder so. Na gut, ich hoffe, wir haben jetzt hier alles auf Kashyyyk, ne? Wäre jetzt richtig gut. Nö, fehlt noch was. UG-Kultur, keine Ahnung. Egal. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind auf der Mantis. Ich habe kurz einen Abstecher nach Kashyyyk gemacht, um diesen Mini-Boss, sag ich mal, zu erledigen. Haben wir auch ja relativ viel Erfolg mit gehabt und ja. Gut, hier noch so ist nix. Okay. Gut, und ja, wir müssen storymäßig jetzt wieder nach. Ich meine, ich habe letztens hier unten einen Tisch irgendwie dort gesehen. Egal. Wir müssen storymäßig nach Datumir jetzt. Na endlich. Wir haben alle anderen Planeten ja abgeschlossen schon mal. Das ist ja nicht schlecht, ne? Das heißt, wir können uns jetzt auf Datumir amüsieren. Und ja. Das ist jetzt also der vierte Planet. Ich weiß nicht, wie viele Besucher hatten wir schon. Allgemein. Wir mussten erst nach Bogano. Da mussten wir nach Sepho. Da mussten wir, glaube ich, nach Kashyyyk. Da mussten wir wieder nach Sepho. Dann wieder nach Kashyyyk oder so. Also ja, unser sechster Besuch erst. Glauben Sie, ich weiß nicht, was Liebe ist? Gott verdammt. Ich werde Ihnen sagen, Liebe ist das Größte, aber viel Arbeit. Sie erfordern Wunderung, Hingabe, Anziehung. Tja, und Respekt. Falsch. Das ist ja fast schon tiefsinnig.
Naja, das kommt mit der Erfahrung. Wer so gut aussieht wie ich, bricht immer ein paar Herzen. Sicher. Er hat doch keine Ahnung von Liebe. HK-47 hat es am besten formuliert. Liebe ist, mit einem Snipergewehr aus 5 Kilometern sein Ziel, die Kniescheiben wegzuballern. Das ist Liebe. Ich muss den Clip finden und irgendwann mal hier reinpacken. In Best of vielleicht. Keine Ahnung. Kommt sicherlich ins Best of. Okay, Datum ja. Lange ist es her. Ja, eigentlich ist es nicht so lange. Ja, wir haben ja einmal so einen kurzen Abstecher gemacht und nichts gefunden. Aber jetzt müssten wir ja alles mögliche. Ich könnte zum Beispiel da hochspringen jetzt per Doppelsprung. Fällt mir gerade auf. Im Schiff drinnen. Ich habe Wände. Ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Hey Kerl. Du und sie. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, sie glaubt an dich. Um ja, ehrlich zu sein. Ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Habe ich gemerkt. Okay. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Hast du Hunger? Kerl, Kumpel, bist du mal draußen gewesen? Weißt du, wo wir sind? Das ist kein Ort zum entspannten Speisen. Lass uns verschwinden. Ich verhöre. Also, Sog Tormo will wirklich ein Stück von dir. Ha, du hast ja keine Ahnung, Kleiner. Wie bist du überhaupt an den Kerl geraten? Ja, ich hatte als Kind nicht viel. Gut, ich hatte meine Urgroßmutter, aber das war's. Mit Verbrechern wie der Haxion-Brot geht es nie gut aus. Kerl, wir sind nicht alle Jedi. Die meisten von uns kommen gerade so durch. Und manchmal geht eine Wette daneben. Ich verstehe. Du kannst auf mich zählen, wenn die Brut wieder anrückt. Echt? Danke, Kerl. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Alles klar. So, ich habe mir natürlich wieder mein gelbes Lichtschwert hier parat. Und die Kleidung habe ich mir auch so ein bisschen am Planeten angepasst, weil warum nicht? Hast du kurz Zeit? Nee. Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein... Was würde passieren, wenn ich einfach weggehen würde? Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaffe das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaffe das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Sag ich, dass ich auf die dunkle Seite gehe. Es ist okay, Sia. Und frei werde. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sieh, ich... Gefühle? Das klingt aber nicht nach dem Weg der Jedi. Versteckt sich Grace? Sieht ganz so aus. Kein Wunder. Datomir ist nicht gerade nett zu Fremden. Habe ich gemerkt. Dova muss dir etwas über diesen Ort gesagt haben. Eine Erklärung, warum er hergekommen ist. Meinst du, er war damals klarer im Kopf als in den Logs, die er zurückgelassen hat? Er war ein kluger Mann, aber er hatte die Antworten noch nicht gefunden. Jetzt müssen wir diesem Weg folgen. Nichts mehr? Okay. Gut, dann geht unser Abenteuer auf Datumir weiter. So, da ist immer noch rot. Wieso kann ich da noch nicht durch? Von der anderen Seite vielleicht? Ja, ne, guck mal. Gut, ich werde mich hier noch mal gründlich umschauen. Das ist echt nur, damit man zurückkommt. Was? Na gut. Ich habe gesehen, wir sind bei 74%. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt storymäßig die Prozente sind oder ob das die Prozent von allem ist, also optionale Sachen und so, die ich gefunden habe und so. Spätestens wenn ich das Spiel abgeschlossen habe und der hat kurz abgespackt, wenn ich das Spiel abgeschlossen habe und da sind
nicht 100%, dann weiß ich, dass diese Datenbanken, die mir noch fehlen, noch übrig sind. Geht auch. Okay. Hi. Oh Gott, die machen immer noch so Schaden. Piss dich. Du auch. Piss dich. Piss dich. Ich brauche ein Stim-BD. So, habe ich hier irgendwo verpasst, was abzuschneiden oder so? Das kommt mir nämlich langsam so vor. Nee. So, wir können jetzt, ich weiß auf jeden Fall, wohin müssen wir, müssen mit dieser einen Schlucht springen jetzt wahrscheinlich, ne? So, ich möchte aber gucken, komme ich irgendwie zu dieser Tür? Okay, geht nicht auf mich los. Diese Tür ist hier. BD, warum warnst du mich denn nicht, Mann? Zum Glück kann ich die jetzt kaputt hauen oder so. Hey, komm mal da. Muss ich irgendwie hin? Ja, da komme ich irgendwie hin. Ich werde übrigens die Parts jetzt ein bisschen länger machen. Einfach nur, weil ich irgendwann mal fertig werden will mit dem Spiel, ne? Und ja. Mein neues Projekt. Au. Rückt auch immer wieder näher. Und dann habe ich ja immer noch einige Sachen hier. Tales of Vesperia muss ich mal endlich weiterspielen. Und ja. Nee. Da kommt auch Pokémon, wo ich mehr oder weniger eigentlich durch bin. Also ich glaube, ich hätte da viel mehr so kommen werden, außer ich mache irgendwann so ein bisschen competitive Sachen. So, wie komme ich da hin? Da ist irgendwas zum Hochklettern. Wie komme ich denn da hin? Von der rechten Seite oder was? Von hier, ne? Oh. Hätte ich doch schon früher machen können, oder? Habe ich das verpasst? Ich glaube ja, ne? Na, ich habe so ein Gefühl, das ist richtig, ne? Ja. So, haha. Das hätte ich schon, hatte ich noch nicht gemacht. Schub zu diesem Zeitpunkt. Beim zweiten Besuch auf jeden Fall schon. Aber ich verpasst, ne? Gut. Was soll's. Erstmal aufmachen. Und dann, was auch immer das ist, einsammeln. Die Lebensessenz. Ein Fremder, nicht von diesem Planeten. Ja, dieser eine Typ. So, ah, alles erkundet. Ja, stimmt. Ich sollte vielleicht mal so abgehen, ne? Obere Würgeklick. Ah, ja, ich wollte schon sagen. Der warnt mich doch einmal, bevor hier irgendwas ist. So. Hier, ne? Irgendwo. Ja, irgendwo, ne? So. Wo fehlt denn ja noch was? Irgendein Kartenabschnitt habe ich noch nicht gefunden. Hm. Ist aber auch irgendwie komisch hier, wenn ich irgendwie nicht diese Wand finde. Da war ich doch bestimmt schon, ne? Wenn ich jetzt nicht direkt irgendwie an irgendein Objekt gegenüberstehe oder so, dann wird mir nicht
irgendwie angezeigt, dass ich irgendwie machtmäßig was machen muss, ne? Dieses Ding, das hätte ja eigentlich auf der Karte dann auftauchen müssen, ne? Dieser Kasten, den ich da werfen konnte. Aber ich war wahrscheinlich noch nie nah genug an den da ran. Deswegen hat die Karte sich gedacht, ne, das hat er noch nicht gefunden. So, da ist was. Da ist noch eine Tür. Gut, das heißt, ich muss irgendwo da was machen. Holt euch den Eindringling! So, mal gucken, wie stark ihr jetzt seid. Geht in den Nahkampf! Was? Der hat einfach eine Rolle gemacht. Oder irgendwas. Er zieht sich zurück! Oh, ich bin noch. Ich muss euch mal erledigen, damit ich hier vielleicht einen besseren Überblick habe. Den ja. Mann, fliegt doch raus. Ja, die Typen, ne? Hilfe bitte! Oh Gott. So. Da oben war was, aber da war ich schon, glaube ich, ne? Na, lass mich mal hier gucken. Da ist eine Tür. Wie komme ich da hin? Irgendwie so eine Spalte, wo man durchgehen kann, ne? Keine Ahnung, die sehe ich so gut wie nie irgendwie. Na. Aber spätestens, wenn ich nah genug da dran wäre, würde ich ja mal sehen irgendwann, ne? Gute Frage, ne? Wie komme ich da hin? Hm. Ich kann sie nicht öffnen. Ich gehe mal da oben. Da, da ist ein Weg, oder? Nee. Ja. Das ist klar, Kerl. Irgendwann mache ich das Spiel auch hier kaputt, ey. Pass auf. Na, worüber sehe ich was? Ich meine, das ist noch relativ nah am Eingang, also... Da kann ich dann wahrscheinlich offscreen noch mal suchen irgendwann, ne? Ich jetzt sagen, wenn sie nicht zu lange rumhocken, ich will schon hier ein bisschen weitermachen. Ich irgendwo. Ne. Ne. Okay, suche ich irgendwann mal offscreen. Und nein, ich gucke das nicht nach. Also nicht. Aber ich hasse das, ey. Ein Doppelsprung. So, keine Ahnung, wie man da hinkommt, aber wie gesagt, spätestens wenn ich den Planeten verlasse, irgendwann
und wieder am Eingang bin, dann ja, das ist jetzt nicht so weit vom Eingang entfernt. Also ja, werde ich schon irgendwann finden. So, hier habe ich alles erkundet. Da ist schon wieder, nee, von da kam ich. So, da müssen wir hin. Das ist, wo diese eine Wand zu überspringen ist, ne? Nein, lass mich mal durch. Ich gehe mal direkt dahin. So. So, der Typ ist weg. So, bis auf das haben wir jetzt aber alles, ne? Gehen mal ein bisschen sortierter hier. Alles abgrasen, ne? Yep, nur da fehlt noch was. Jetzt stehst du, ja, ist klar. Ich mag deine Begeisterung. Aber Datomir fordert mehr. Er ist auch voll der Sith Lord oder so, pass auf. So, ich gehe jetzt hier rüber einfach, ne? So. Jetzt betreten wir ein neues Gefilde wieder. Okay, schießt ruhig, aua. Ich sehe die Schüsse kaum. So. Alter. War jetzt nicht so schwer, Kollege. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Wart. Sterb! Wart. Hey. No. So, mit aus, okay, ich wollte schon sagen, nur mit Ausrüstung. Ich soll ich jetzt strippen oder so oder so? Nee, nee, macht doch keinen Sinn. So, wie haben wir das geschafft? Weiß ich nicht, wir haben voll Glück. Mit dir erlebt man was. Ja, eine Tür, aber stirb. Okay, hier kann ich aber klettern, ne? Ja, ne, vielleicht muss ich irgendwann. Vielleicht kriege ich ja nur so Ausrüstung mit, so mit der ich klettern kann, und dann kann ich diese eine Tür betreten, ne? Weiß ich ja nicht. Ach da. Speicherpunkt. So. Wollte schon sagen, geh kaputt. So. Na, lass jetzt mal speichern. Und ausruhen. Speichern und ausruhen. Okay. Hm. So. Wo muss ich hin? Da oben. Ja, ich muss erstmal wieder zurück. Da ist eine Tür irgendwo. Da. Ich dachte, da wäre ein Abgrund, und da ist aus dem Abgrund. Boom. Direkt zu dir gesprungen, ja. Oh, ich liebe diese gedrückt halten Attacke, wenn sie klappt. Und okay, du hast es doch gar nicht versucht. Sie geht nicht auf. Egal, was ich tue. Ich habe einfach darüber gestreichelt einmal. Egal, was ich mache. Sesam, öffne dich. Ich habe getan, was ich konnte. Ach man, Kelle. Oh Gott. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Ich bin friedfertig, verdammt. Oh nee. Zombies. Sie bekommen ihre Rache. Rakule, oder? Nee. Da denke ich, es wäre was anderes. Aber könnte sein eigentlich, ne? Jo, geht mal weg von mir. Okay. Das war einfacher als gedacht. Rakule? Nee.
Verdammt. Ich hätte ja nicht recht haben können, ne? Rakul ist irgendwie so Old Republic Zeugs, ne? Hm. Ja, könnte ja vielleicht sein, ne? Nee. Oh. Hm. So. Okay. Aus irgendeinem Grund hat noch mehr und Tote. Ich glaube, meine Angriffskraft plus ist das, was mir das hier ein bisschen einfacher macht, ne? Genau, automatisch wieder zu. Oh Gott. Ich sehe auch schon, womit das verbunden wird. Irgendwann Jump and Run Einlagen. Au! Ich würde ungern verrecken, das läuft gerade relativ gut hier. Okay. Wir gehen nie vor euch auf die Knie. Machtkampf. Der Macht. So, wie sieht es denn mit dem Gebiet hier aus? Ist nur ein. Gehen wir alles geordnet hier ab. Das ist der Speicherpunkt. Okay. Man kann sogar auf so ein Ding angreifen. Warum gibt es nicht Kämpfe auf solchen Dingen? Wäre mal cool. Äußerst nervig. Auf Dauer, aber auch irgendwie cool beim ersten Mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nicht anfassen, nicht anfassen. Ihr müffelt doch alle. Ich muss mir echt angewöhnen, mehr Macht einzusetzen, weil ich jetzt meine Macht heilen kann mit den Dingern. Du wirst für ihren Tod bezahlen. Lass mich doch. Ah. Was war hier? Ah, du. Ah, oh, komm runter. Nein, hier runter. Da ist sogar einer runtergekommen. Denkt ihr nur, weil ihr den High Ground habt, könnt ihr jetzt gewinnen? Vielleicht nicht auch so da hoch. Ey. Vor allem, ich will den vor mir anvisieren, ne? Und der tut den nach hinten anvisieren, ey. BD. BD. Oh Gott, das Ding hat mich hier beieinander getroffen. Ey. Das ist eine echt blöde Position, ja. Du. Blödes Viech, ey. Alter. Schafft es diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment. Hast du überhaupt 10? Ehrlich, Kerl. Ausgerechnet jetzt. Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Wir werden sowas von erfahren. Na, da unten ist noch ein Gegenstand, sehe ich gerade. Gott verdammt. Kann ich da auf das Ding drauf springen? Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre ein offizieller Weg. War ich überhaupt da unten schon? Ja. Wie? Wie habe ich das schon wieder verpasst, ey? Genau. So. So, Abkürzung. Abkürzung, ne?
Abkürzung. Und Ruhe. So, perfekt. Und bleib mal heilen und vielleicht hier einen oder anderen Fähigkeitspunkt ausgeben. Da war wirklich was drin. Macht und Kontrolle. So, war jetzt der Gegenstand, den ich jetzt übersehen hatte. Keine Ahnung. Wie? Na, guck mal, was ich mir holen kann. Ich glaube, macht jetzt nicht mehr so einen großen Unterschied, ne? Man kann Kerl-Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Anvisierte Gegner werden länger verlangsamt. Ich halten vom Magnet, kann Kerl die meisten Gegner ihn heranziehen. Ein mächtiger Magnet, der Gegner kommen ruckartig in Kerls Richtung. So uns ausweichen kann Kerl kurz ein Regenwerden macht ausweichen. Na. Das sind immer so Sachen, vielleicht tue ich sie mal irgendwie aus Versehen triggern. Und dann bin ich wahrscheinlich froh, wenn das passiert, ne? Aber das glaube ich nur, wenn man so ausweicht, ne? Also wenn man nur Kreis drückt, ne? So, wo war dieser eine Gegenstand, den ich jetzt gerade verpasst habe? Das wurmt mich jetzt. Da war... Also nicht. Was? Hier war ein Gegner? Das waren meine Gegner. Boah. So, ich hoffe mal, ich kann da irgendwo runterspringen, ohne direkt irgendwie zu fallen. Also zu Tode zu fallen. Ich hätte den Gegenstand doch noch gerne. Ich habe gesehen, was aus ihren Leichen kommt. No, oh. Es ist der Fremde. Es ist nichts. So, mach das doch als viel einfacher. Für die Sünden der Jedi. Ich werde deine Abwehr brechen. Sagte er, während ich angegriffen habe. Während ich ihn in seinen Stacken ungefähr abgebrochen habe. Brüder der Nachtkrone, meinst du, wir nähern uns einem Dorf? So, da unten. Da komme ich doch nie im Leben. Kann ich die Kamera mal ein bisschen? Na, komm schon. Hätte da voll runter. Ich hätte da voll gepasst, ey. Ich weiß, es ist wahrscheinlich wieder nicht der offizielle Weg, ne? Das ist so ein Ding hier, glaube ich. Aber komm schon. Oben. Aha. Okay, habe ich einfach nur verpasst. Okay. Sie wurden nie begraben. Viele Schwestern der Nacht starben hier. Sie hatten nicht mal eine Chance. Aber bevor ich das hier verpasse und mir wieder hier einen Ast absuche, ne? Hab ich das schon mal. So, lass mich mal kurz hier runter. So. Jetzt gehen wir von hier aus wieder. Achso, wollte schon sagen. Okay. So. Alle Thron. Jetzt haben wir noch alles gefunden. So muss das. Muss ich mir ja nicht durch einen Planeten rennen. Das ist das Einzige, was mich hier nur stört hier an dem Spiel. So, okay. Da kann ich noch nicht hoch. Also ich muss hier irgendwie so eine Ausrüstung finden, so wie ich das verstanden habe, ne? Gut, das heißt, dieses eine Gebiet ist vielleicht noch offen für uns. Ist das? Ich habe es noch nie darauf geachtet, aber kann ich nur einen Gegner mit meinem Schwert treffen und treffe ich mehrere, wenn ich mit dem Doppelschwert hier angreife? Ich glaube nämlich ja. Hier wurde jemand gejagt. Ich sehe gerade nichts.
Guck mal. Du sollst rangezogen werden und nicht zu mir hinrollen, ne? Ich hab den rangezogen, der ist zu mir hingerollt, ey. So, wo ist das Ding? BD. Du hast doch gerade hier was gefunden. Ich habe jetzt eingesammelt oder nicht? BD? Ich habe nicht R3 gedrückt, oder? Hat er trotzdem eingesammelt? Oh. Na ja, okay, da weiß ich aber. Oh ja, was ist, ne? Wird mir aber nicht auf der Karte angezeigt. Da finde ich ein bisschen doof, obwohl ich genau an der Wand dran stand. Oh Gott. Oh. Oh, bleib hier. Boah. Hier, solche Viecher sollten echt nicht in der Lage sein, irgendwie so Ausweichschritte zu machen. Das ist voll dämlich. Ja, wo ist der andere? Na, schieß auf mich. Schieß auf mich. Schieß. 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 Na, Dreck. Oh. Was? Oh. Boah. Hilfe, bitte. Schieß auf mich. Schieß auf mich. Boah. Du, auf mich. Schießen. Jetzt. Hallo? Boah. So, vielleicht werde ich den vergessen und dann ballert er wieder auf mich, ey. Ja, genau. Boom. So. Lass mich doch nicht hier verkackeiern, du. Mein Druide kann auch nicht entspannen, wenn er nur Gegner in den Nähe sind. Ich glaube, Panikattacken und so. So, jetzt gar nichts antun, sehe ich gerade. So. Ja, ist gerade weggespawnt. Udlip. Guter Scan, BD. Das ist die Zierung von Spinnen. Alter. Oh. Oh, Speicherpunkt. Lange ist es her. Ich warte ja nur einen Moment irgendwie, wenn ich aus dem Speicherpunkt rauskomme und auf einmal ist so ein Typ, der mich schlägt oder irgendwie sowas. Ich mag es, wenn Spiele sowas machen, wenn er irgendwie, weiß nicht. Spiele von BioWare machen das oft. Von BioWare ist ja immer irgendwie, also BioWare spielen das ja immer irgendwie, weiß nicht, so ein Ort, wo ich zurückziehen kann. Knights of the Old Republic zum Beispiel hat sein eigenes Schiff oder eine Partymitglieder und so hat es. Also da war ein sicherer Ort, ne? In Dragon Age hat es irgendwie so ein eigenes Camp, das du immer aufgeschlagen hast. Dann warst du auch immer sicher. Und dann immer irgendwann einmal so im Spiel kam so ein Moment, wo entweder das Schiff oder das Camp angegriffen worden ist und oder kämpfen musste. Ich finde sowas richtig gut. Final Fantasy 12 hat auch so was ähnliches. Du hast immer so Speicherkristalle, wenn du die berührst, hast du dich voll gehalten und konntest speichern. Und dann kommst du irgendwann mal, läufst an so ein Ding vorbei. Willst speichern, auf einmal greift das Ding an. Ich mag so, wenn so irgendwie so Spiel so mit den Erwartungen irgendwie spielen. Nein. Nein, ich komme näher. Oh, du kommst also näher. Das ist sowas von Bossraum. Ja.
Dein T-Posing hat mich irritiert. Ja, genau. Der hat... Das ist ja nicht so ein Ding vom Anfang irgendwie. Boah. Was für ein Viech bewegt sich so? Also anstatt irgendwie in eine Richtung zu schlagen, so wie so ein Betrunkener. Ja. So, warte mal. Das ist extra so programmiert, damit es nervig ist. 37 Minuten habe ich gerade, merke ich. Aber ja, ich habe gesagt, ich will ein bisschen mehr machen, so 40, 45 Minuten. So. Okay. Bis zum nächsten Speicherpunkt spielen wir noch. Außer der kommt genau jetzt. Nein. Ich frage mich immer noch, wie ich das eine Ding aufgenommen habe. Nach Bruder schreit. Das ist hier. So geht das Ding nicht kaputt, ne? So. Ist noch irgendwas anderes? Da oben ist auch noch was. Das sieht schon so nach dem offiziellen Weg aus. Gehen wir da ein. Ne. So. Überhaupt hin. Ne, ah, komm schon. Nee, von da bin ich gekommen, ne? So. Ja, solche Rätsel sind einfach. Mit diesen Murmeldingern. Ne. Wo du echte Schwerkraftphysiken und so beachten musst, ne? Bin ich froh, dass wir auf Sefo fertig sind. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal an der Sefo. Aber das 100% und so, also ich nehme an, nicht, ne? Gut, was haben wir hinter Spalte Nummer 1? Oh. Hier müssen die Nachtbrüder leben. Kommt denn darauf? Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt. Kannst du mir bitte mal erklären, was der sagt? Dieser Schmerz bedeutet nichts. Denn du! Aha, jetzt habe ich mal so einen Schritt gemacht. Ich habe den gesehen, so Präzisionsausweichen. Einfach so. Oh mein Gott, du hast mich getroffen. So wie diese eine Szene. In Episode 1, weiß ich nicht, wo Obi-Wan irgendwie so getan hat, als wäre von Darth Maul getreten. Glaube ich jedenfalls. Ach, da. Ja, Darth Maul hat ihm voll ins Gesicht getreten und Obi-Wan macht einfach nur so ein Rückwärtssalto. Weiß nicht, ob das irgendwie schlecht choreografiert war oder ob das wirklich von Obi-Wan so geplant war, dass er den Angriff so ausweicht. Sieht jedenfalls so danach aus. Aua! Gott, ja, gerade wie nervig das hier ist. Okay, könnt ihr mal aufhören. Also warte, ich gehe einfach weiter. Komm ich jetzt da hoch? Also voll nervtötend da oben. Habe ich schon. Was du jetzt? Gott, zu früh. So, ja, war zu nervig. Die haben die ganze Zeit so aufgeladene Schüsse gemacht, ey. Wie ich denn das machen sollen? Hallo? Oh Gott. Nein. Da war ein Speicherpunkt. Aua. Boah, das ist, diese nicht menschlichen Gegner sind das, was mich irgendwie am meisten, ja, stört, ey. Mit denen ich am wenigsten klar komme. Hallo? Müsst euch. Da ist noch einer. Diese Ratten auf Kaschik, dann. Noch ein Stimp.
komm mit denen nicht klar, ey. Komm her. Oh Gott. Oh, da oben waren Speicherungen, hätte ich bestimmt erreichen können. Das ist jetzt hier bestimmt so ein Bestrafungsgebiet, das ich halt nicht geschafft habe, ne? Oh, Terrarium sah. Weißt du doch nicht, vielleicht steht da ja auch so was. Oh ja, das ist genau mein Fetisch, er sagt. Bevor ich dem den Samen überhaupt zeige, da ich komme so die Tür von der Mensch rein. Oh, das ist genau mein Fetisch. Oh. Oh. Ja. Da ist irgendwas. Nee, sonst bräuchte ich doch irgendwas. War doch bestimmt auch irgendwie so ein Boss irgendwo, ne? So ein Mini-Boss. Was ist das? Muss ich scannen. Die Antworten kriegen. Polarfrucht. Also anstatt die mitzunehmen, ne? Irgendwie so was Ekelerregendes anscheinend. So. Ah, da muss ich hin, glaube ich. Halt, da ist noch was, bevor ich das vergesse im nächsten Part, ne? Hm. Oh, das ist genau mein Fetisch. So viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Hey, nicht die von der dunklen Seite. So, Checkpoint. Ich merke gerade, wir haben noch zwei Stimps. Gut, ich habe glaube ich noch irgendwas, das ich für ein Ding kaufen kann, oder? Was ist das denn? Irgendwas kann ich noch mit ein Ding kaufen. Was ist das? Schalten vom Magnet. Oh, da mache ich einen auf Kylo Ren. Ja, machen wir mal. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter hier auf Datumia. So wie du mir, ne? Gut, hier haben wir auch mal endlich Patronen. Gut, da müssen wir hin. Gott, das sieht irgendwie aus wie eine Arena. Opfersohn. Ja, okay. Läuft doch dasselbe hinaus, ne? Gut, ich beende die Part hier. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Thank you.